die Quest, die du dieses Daseins annehmen kannst. Bodyguard-Dienst. Ich fühle mich verfolgt. Ich bin so besorgt, dass ich beschlossen habe, einen Bodyguard einzustellen, falls jemand ist. Kukuna? Die Sängerin? Bitte sprich mit Kukuna im Park, um Näheres zu erfahren. Kukuna, sie heißt ja genauso wie die Popsängerin. Wer? Nie gehört. Echt nicht? Ihr neuen Songs sind immer auf die Platz 1 der Charts. Red, du bist echt nicht auf der Höhe der Zeit. Und wenn schon. Komm, ich gehe zur Klientin. Okay. Also dann, viel Glück. Kukuna und so. Okay, die ist da in der Anhöhe. Was geht, Großer? Was willst du? Was willst du denn? Die Quest kenne ich nicht, ganz ehrlich. Hä? Da sehen Sie Kukuna? Hä? Ja, aber wer bist du? Kein Grund, sich so zu erschrecken. Ich bin wegen des Jobauftrags hier. Puh, wenn das so ist, warum hast du das nicht gleich gesagt? Was machen sie mich denn so an? Jetzt hör aber auf. Man streitet sich nicht mit einem potenziellen Klienten. Ach, ich traue dir nicht so ganz, dass du friedlich bleibst. Ich komme lieber mit, okay? Verstanden. Hallo, ich bin Reds Schwester, Schokolade. Hey, ich bin Kukuna. Moment mal, diese Stimme kenne ich doch. Nein, kennst du nicht. Direkt durchs Herz. Durch dich, dem Himmel der Nacht. Ein Sternschnuppel, Funkel! Bitte hör auf. Sie sind wirklich Kukuna. Ich kann es wohl nicht länger verheimlichen. Na gut, ich erkläre euch den Job. Ihr müsst mich vor einem paar nervigen Stalker beschützen, während ich hier in der Stadt bin. Darum geht's also. Und du da. Ich brauche einen Bodyguard und einen Diener für dieses und das. Was? Einen Diener? Du hast richtig gehört, also hol mir gefälligst was zum Trinken. Wertgemacht. Klar, wertgemacht. Du isst brav und jetzt ab mit dir. Welchen Geschmackrichtung darf es denn sein? Mir egal, Hauptsache es schmeckt. Okay, gibt's hier in der Nähe einen Automaten? Das blaue Ding dort drüben. Oh, das ist ein Automat? Wusste ich gar nicht. Der blaue Automat, aber da ist doch noch ein Steinwurf entfernt. Hör auf zu meckern. Ja, Schlampe, ich hol dir was zum Trinken. Ja, er guckt nicht zu Automaten, er kann es schon so machen. Welches Getränk nehme ich denn? Huch? Hier gibt es ja nur Wundersaft. Dann muss ich sie mit diesem Getränk... Okay, hier hast du ein bisschen Wundersaft. Vielleicht bist du wundersamerweise mal ein bisschen nett. Hier, ihr Getränk. Danke. Der Kram ist viel zu süß. Was ist das für ein Müll? Was heißt hier Müll? Es soll hier wunderbar lecker schmecken. Das meine ich nicht. Dieser Saft hat zu viele Kalorien. Hä? Was ist, wenn ich fett werde? Streng mal dein Gehirnzellen an. So viel zum Thema anstrengend. Das war das einzige Getränk, das dem Automaten hatte. Dann gehe gefälligst zu meinem anderen Getränkautomaten. Los, geh schon. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Und wo zum Geier soll ich jetzt hin? Leck um mir, warte, kann ich da durch? Ah, hier sind Getränkeautomaten. Das ist ein Automat, was nehme ich denn diesmal? Was siehst du denn für ein Gesicht? Dieser Automat hat nur so eine grüne Brühe, die sich Grassaft nennt. Der Saft sieht ziemlich eklig aus. Ich glaube nicht, dass sie ihn mögen würde. Andererseits sagte sie im Radio, dass sie auf gesundes Zeug steht. Sie mag ihn bestimmt. Er hat ein Quiz darüber gemacht und trotzdem weiß er nichts davon. Aber die Farbe ist echt krass. Der Saft besteht doch nicht aus reinem Gras, oder? Mich spricht die Farbe auch nicht besonders an.
Hä? Barry, du Stalker? Was ist los? Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Könnte es der Stalker sein, den Kukuna erwähnte? Ja, das könnte sein. Lass uns erstmal den Saft zu Kukuna bringen. Barry ist der Stalker. Barry, ich dachte, du bist ein Kumpel. Du dreckiger Bengel. Und bist du bei Kukuna, du Stalker? Hier hast du Grassaft. Trink und vergiss. Hier, wie ist es damit? Danke, dieses Mal hast du das richtige Creme mitgebracht. Ein einzigartiger Duft und dieser angenehme bittere Nachgeschmack. Schluck. Das ist lecker. Gras schmeckt. Wirklich? Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Na endlich, das war ganz schön viel Aufwand für so ein kleines Getränk. Ja, was jetzt? Ach, das war genau das Richtige. Hier ist mein nächster Auftrag für dich. Ach, leck mich, Schlampe. Geh zum Plattenladen in der Fashionstraße und sieh dir die neuesten Charts an. Stimmt ja, ihre nächste Single ist ja gerade rausgekommen, oder? Ich finde, sie sollten wirklich selbst nachgehen. Ich bitte aber dich, weil ich es nicht machen will. Jetzt geh schon endlich. Na, sie gehen mir richtig auf den Keks. Ach, komm, ich bin mal... Na gut, ich gehe. Ich habe sowieso keine andere Wahl, oder? Aber warum gehen sie denn nicht selbst? Wenn ich dort plötzlich auftauche, würde das Chaos ausbrechen. Stimmt, das könnte passieren. Aber mit mir kommt es so vor, als ob sie nur keine Lust hätten, sich ihr Ranking anzusehen. Jetzt reicht's. Natürlich würde ich das gerne mal selbst tun. Was guckst du denn so? Jetzt geh endlich. Husch, husch! Boah, regt sie mich auf. Ich glaube, sie braucht richtig Schwanz gegen Mund. Das habt ihr nicht gehört. Was macht der auch hier? Willkommen, wenn du auf die Musik gehst, bist du genau richtig. Ach ja, hier muss das sein. Hallo, könnte ich einen Blick auf die neuesten Charts werfen? Klar, einen Moment bitte. Nummer 1, Lian, Bein und Schweif. Nummer 2, Kukuna, Neuerscheinung, Sternknuppe, Funkel. Nummer 3, Iggy, wellenreitende Zuckerpuppe. Das sind die Top 3 Hits. Iggy ist auch ein Star, hey? Die Neuerscheinung ist auf Platz 2, aber sie war sonst immer so sofort auf Platz 1. Kukuna, das ist also was, wovor sie Angst hatte. Sie steht bestimmt ganz schön unter Druck, weil sie so lange die Nummer 1 war. Das kann ich gut nachvollziehen. Red? Aber das können wir ihr nicht verschweigen. Wir müssen ihr die Nachricht überbringen. Was ist? Ich hatte schon wieder dieses Gefühl, als ob uns niemand beobachten würde dort. Ach, den sieht man ja nicht, so einen tanzenden Fettsack. Hey? Hey, sind Sie das? Sind Sie etwa der Stalker? Oh. Schnappt euch den Fettsack. Er rennt weg. Ihm nach Schokolade. Okay. Okay, hier. Und wie sah es aus? War ich auf Platz 1 oder nicht? Ich habe eine verdächtige Person bemerkt. Darum kümmere ich mich als erstes. Warten Sie hier. Wirklich? Oh, okay. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Und wo zum Geier soll ich jetzt hin? Okay, dann muss ich hier hin. Du Hund, Barry. Hey, warum schleichen Sie so hinter uns her? Sind Sie derjenige, der auch Kukuna verfolgt hat? Ich wollte ihr doch nur diese Uhr zurückbringen, die sie verloren hat. Hä, das ist alles? Warum haben Sie ihr die Uhr nicht einfach gegeben? Jetzt hält sie sie für einen Stalker. Mit Mädchen zu sprechen ist nicht gerade meine Stärke. Oh, ich bin schüchtern. Ich fasse es nicht, geben Sie es schon her. Hey! Ich werde ihr die Uhr geben und sie kommen mit. Oh nein, das ist doch nicht nötig. Los, Bewegung. Ah, ich habe keine Lust. Ich will nicht mit Mädchen reden. Ah, boah, regt er mich auf. Warum hat es so lange gedauert? Was hast du gemacht? Hören Sie auf zu meckern und sehen Sie mal her. Doch schon Uhr überreicht.
Diese Uhr, wieso hast du meine Uhr? Dieser Typ hat sie gefunden. Ich wollte sie zurückgeben, aber mein Mädchen kriege ich kein Wort raus. Und durch seine ganzen gescheiterten Anläufe wirkt er wie ein Stalker. Ach so, ich verstehe, diese Uhr gehört meiner Mutter. Aber ich war so im Stress, dass ich nicht mal bemerkte, dass sie verschwunden ist. Danke, dass sie zurückgebracht haben. Es tut mir so leid, Mama. Ihre Mutter, ach, das ist so schön. Hä? Ich habe meine Mutter nie gekannt. Aber ich habe Red, auch wenn er nicht immer der Verlässlichste ist. Hier, eure Belohnung. 1000 Ringe, was? Danke, dass ihr heute meinen Egoismus so klaglos ertragen habt. Kokuna, ich muss zurück und meine Songs üben. Ich hoffe, wir laufen uns mal wieder über den Weg. Ja, weiterhin viel Erfolg. Damit haben wir eine nervige Bitch zufriedengestellt. Und alle sind zufrieden und Barry auch. Aber eine Frage habe ich immer noch. Haben sie Kokuna wirklich nicht nachgestellt? Tschüss. Du Fettsack, ich hab dir vertraut. Egal, du wirst sehen, was mit dir passiert. Hab ich doch gewusst. Okay. Und Devlin sagt, ich weiß, dass du das magst. Das hier. Sieht doch lustig aus. Und Barry, du... Und, was sagst du? Falls du irgendwelche Fotos findest, bring sie mir. Ich hab welche, aber du nimmst sie ja nicht an. Warte auf mich, roter Zug. Nein! Damit haben wir das jetzt auch erledigt. Und können zu Basel zum Waisenhaus und mal ein bisschen was klären. Was mache ich da? Ich kann die alle machen, kein Bock drauf. Einmal gezeigt, das reicht auch. Kabine. Ich will mal Kabine gehen und mal sehen, was ich jetzt in der Bibliothek habe. Ökologie ist sehr beschissen bei mir. Nächstes hier. Es gab ja bisher nur zwei Missionen mit Fischen. Da kann ich auch nichts machen. Passiert. Zweiter Teil, dritter Kapitel. Wie Motown kennt. Drittes Kapitel. Hä? Ach, Musik. Wir sind da. Viel Spaß, Red. Wie, ich soll ganz alleine gehen? Hier ist doch eh lieber, wenn ich dir nicht am Rockzipfel hänge, oder? Ja, alles klar. Okay. Wieso darf ich nicht rein, verdammte Scheiße? Es gibt so viele Orte noch, wo ich nicht rein darf. Soll ich eigentlich angeln gehen? Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich glaube, ich gehe ein bisschen angeln. Angeln. Ach ja. Da vergessen, man braucht ja einen sehr großen Anker. Der Weg war nach oben. Oder? Falsch. War das der Weg? Ich weiß es nicht. Da, verdammte Scheiße. Bin ja ganz falsch. Ein Dummkopf. Und so. Sag es nicht, ich muss den ganzen Weg jetzt wieder durch. Okay. Und wir reden im nächsten Part mit Direktorin Frasier.